Ich erlebe es häufig in der täglichen Praxis, dass Patienten zu mir sagen, mir ging es doch immer gut, ich fühle mich bestens und jetzt plötzlich soll ich einen erhöhten Blutdruck haben. Genau das ist das Tückische an der sogenannten arteriellen Hypertonie. Dass man es in der Regel nicht merkt, es aber weitreichende Folgen für den Körper haben kann. Bluthochdruck, das bedeutet eine Erhöhung des Drucks in den sogenannten arteriellen Gefäßen. Das sind die Gefäße, die das Blut vom Herzen wegtransportieren. Das stellt auf Dauer eine Belastung für das Herz dar und ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Etwa die Hälfte der über 50-Jährigen sind von einer arteriellen Hypertonie betroffen. Doch was sind Ursachen für diese Erkrankung? Wie kann ich vorbeugen und wie muss ich am Ende therapieren? Mein Name ist Dr. Jutta Rose, ich bin Fachärztin für Innere Medizin und ich erzähle Ihnen heute etwas zu der arteriellen Hypertonie. Der Bluthochdruck ist definiert als eine Erhöhung des Blutdrucks über einen Wert von 140 zu 90 mm Hg. Die arterielle Hypertonie wird eingeteilt in eine primäre und sekundäre Form. Die primäre Form macht etwa 90% aus und ist bedingt durch beispielsweise eine erbliche Komponente, höheres Lebensalter, Rauchen, Alkoholkonsum und Übergewicht. Bei der sekundären Form, die etwa 10% ausmacht, ist eine andere Erkrankung ursächlich für den erhöhten Blutdruck. Zu diesen anderen Erkrankungen zählen zum Beispiel Nierenerkrankungen, hormonelle Funktionsstörungen, eine sogenannte Schlafapnoe, also eine Atemstörung während der Nacht oder eine Verengung der Hauptschlagader. Häufig ist diese Erkrankung symptomlos. Symptome treten häufig nur dann auf, wenn der Blutdruck wirklich sehr hoch ist. Dann kann es zu Kopfschmerzen kommen, zu Ohrensausen, zu Nasenbluten, zu Schmerzen auf der Brust. Routinemäßig wird beim ärztlichen Check-up der Blutdruck gemessen. Zeigen sich hier erhöhte Werte, wird der Patient aufgefordert, zu Hause unter normalen Bedingungen den Blutdruck nochmals zu messen. Erhärtet sich hier der Verdacht, wird eine 24-Stunden-Blutdruckmessung durchgeführt und eine Labor- und Urinanalyse. Wenn man den Verdacht auf eine sekundäre arterielle Hypertonie hat, werden weitere Untersuchungen durchgeführt. Das ist zum Beispiel der Fall bei sehr jungen Patienten oder sehr hohen Blutdruckwerten. Zu den weiteren Untersuchungen gehört eine erweiterte Blutentnahme, eine Ultraschalluntersuchung oder eine Schlafanalyse. Was kann man nun tun, um der arteriellen Hypertonie vorzubeugen? Man kann auf eine gesunde Lebensweise achten, das heißt moderater Alkoholkonsum, Rauchverzicht und eine gesunde Ernährung. Man soll sich regelmäßig bewegen und Übergewicht verhindern. Es kann aber trotzdem, trotz Einhalten von positiven Lifestyle-Maßnahmen, zu einer arteriellen Hypertonie kommen. Denn die erbliche Komponente macht einen sehr großen Anteil aus. Um den Bluthochdruck zu behandeln, wird zunächst ein Zielblutdruck definiert, der sich an den Risikofaktoren orientiert. Zunächst werden jedem Patienten Lifestyle-Maßnahmen ans Herz gelegt, beispielsweise Rauchverzicht, salzreduzierte Ernährung, Gewichtsreduktion. Wenn das nichts nützt, dann muss man die arterielle Hypertonie medikamentös therapieren. Aktuell hat sich da die Kombination aus zwei Medikamenten etabliert, die unterschiedliche Angriffspunkte haben und so optimal den Bluthochdruck reduzieren können. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne.